Ah, grüß Gott, Herr Zögernitz. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht störe. Aber woher? Die Claudia freut sich sicher. Sie können ruhig klopfen. Ich muss leider gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Darf ich? Nur herein, Herr Zögernitz. Ich wollte nur wieder nach Ihnen schauen, Frau Claudia. Habe einen Blimmerl gebracht. Ah, das Haus renoviert oder was? Nicht, dass ich wüsste. Ach so. Entschuldigung. Es werden demnächst in Floridsdorf wieder Behindertenwohnungen gebaut. Was heißt denn demnächst? Ja, im nächsten Jahr wird begonnen. Vormerkungen gibt es natürlich mehr als genug bereits. Seit Jahren gewissermaßen. Ja, ich habe mir ja eh keine großen Hoffnungen gemacht, aber man versucht es halt, nicht wahr? Schauen Sie. Allein in Wien gibt es mehr als 3.500 Fälle wie Ihre Tochter. Über 3.500, bei denen die normalen, ich meine, die gegebenen Wohnverhältnisse nicht geeignet sind. Mein Gott, so viel gibt's? Ja. Und fast alles Verkehrsopfer. Das ist unglaublich, nicht wahr? Das ist unglaublich. Bitte einen Moment. Ja, und da unten kommt dann die Unterschrift. Das heißt, wir müssten zig Wohnungen bauen, nur für diese Fälle. Ja, wie soll man denn das? Ja, ich sehe es ja ein. Begründung. Ja, hier bitte, da können Sie die Begründung hinschreiben, warum Sie die Wohnung brauchen. Danke Ihnen jedenfalls. Da muss ich leider fragen, wofür. Oh, Sie haben sich große Mühe gemacht. Naja, ist aber nicht immer so. Schließlich jetzt schon eine halbe Stunde da. Sie sind eigentlich der erste Mensch, mit dem ich ein bisschen mehr wieder rede. Einschenken müssen Sie sich selber. Danke. War gar nicht so leicht, den zu kriegen, wissen Sie das? Der Heini hat extra in ein paar Geschäfte laufen müssen. Ist nicht mehr in Mode, der Likör. Ja, ist ein echter. Maraschino. Den haben wir damals getrunken in Polen, im 15. Jahr. Ist lang her. Wie alt sind Sie eigentlich, Herr Zögernitz? 85. Und keine weißen Haare. Und mit 19 war ich schon bei der Kriegsmarine. In Pola. Da hat's den gegeben, den Maraschino. Pola war der Kriegshafen bei Triest. Sag ich da. Erzählen Sie mir was, Herr Zögernitz. Ich meine nur, wenn Sie wollen. Ja, ich will schon. Ist ja gut, wenn man reden kann mit wem. Also, mit 14, das war 1910, da bin ich in die Lehre gekommen, so ein Schuster. Am 15. Mai 1910 war ein Sonntag.
Da ist mein Vater mit mir hingegangen, ich hab das Kleidl von meinem älteren Bruder angehabt. Ja. Auch schon lang tot, der Kleidl. Entschuldige bitte, ich bin im Büro aufgehalten. Also, na, hast du das angeschaut? Also, da kriegst du keinen Aufzug herein. Dann müssen wir das ganze Stiegenhaus umbauen. Nichts zu machen, tut mir leid. Ja. Das ist keine erfreuliche Nachricht. Ich bin nur ein Architekt und kein Zauberer. Eine Möglichkeit wäre allerdings, ja, dass man im Hinterhof einen Lift dran pickt. Na also, geht ja doch. Ja, aber sehr schwer. Denn man müsste mit einem Kran von oben, mit den Langteilen, naja, aber man, technisch machbar wär's. Gut, ich weiß, so eine Kalkulation ist da schwer, aber so über den Daumen unverbindlich geschätzt. Kann ich nicht sagen. 600.000, 700.000 vielleicht. Vielleicht. So viel Zeit. Woher soll ich denn das nehmen? Eigentlich war Ihr Vater angemeldet. Ist ihm was dazwischen gekommen? Infolgedessen bin ich da. Ich gehend. Ohnehin ist er Jurist in der Familie. Ich studiere. Also dann, Herr Kollege. Tut mir leid, aber die Causa wird sich noch eine Weile hinziehen. Der Beklagte legt Berufung ein. Ja, aber er war doch der Schuldige. Eindeutig. Er geht trotzdem in die Berufung. Er verlangt die Beiziehung eines Sachverständigen. Er hat seinerseits zwei Sachverständigengutachten vorgelegt. Na, das Übliche halt, wenn sich's einer leisten kann. Und wenn er sich einbildet, doch nicht so ganz eindeutig der Schuldtragende gewesen zu sein. Wer warst du? Eindeutig. Jeder Zeuge hat gesagt, dass er die Claudia angefahren hat, obwohl sie im Vorrang war. Stimmt alles. Und ich bin sicher, wir gewinnen den Prozess. Sowas soll man als Rechtsanwalt zwar nicht sagen, unter uns Juristen gesagt, aber es wird noch dauern. Das heißt, von Schadenersatz und so weiter bis auf weiteres keine Rede. Es kann noch ein Jahr dauern. Ist es Ihnen denn so um das Geld? Sie werden lachen, es ist uns. Ja, ich danke dir jedenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast, extra herzukommen. Und falls ich dir für die Beratung und den Zeitverlust irgendetwas... Bitte, ich wäre Schulkameraden Merian. Also, servus Hans. Peter. Peter, alles Gute. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, Peter. Ja. Schau dir doch lieber meine andere Wohnung um. Was eben ehrlich ist, ist sowieso gescheiter als jeder Lift. Also, schönen Gruß an deine Frau. Alles Gute. Servus. Im Februar 1912 ist dann mein Vater gestorben. Das war ein lieber Mensch. So was gibt's halt gar nicht mehr. Ja. Da sind wir dann gekündigt worden und plötzlich, mitten im Winter, auf der Straße gestanden. Warten Sie, Herr Zögernitz, ich möchte mir das aufschreiben. Ja, warum? Geben Sie mir den Block herüber, bitte. Ja. Wozu? Das ist das reinste Zeitdokument, was Sie da erzählen. Also, wie war das im Februar 1912? Auf der Straße gestanden. Die Mutter und wir drei Kinder und kein Dach über den Kopf. Ja? Nein, na, bitte nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich ruf zurück. Es ist natürlich nicht für mich, sondern für die Familie. Ja. Ich verstehe. Es sollte was Ebenartiges sein. Wir haben nämlich meine Schwester ist querschnittgelähmt. 17. Bezirk. 17. Und
Oje, oje. So. Mit Garten natürlich. Wie bitte? Ja, ebenerdig mit Garten. Ja, das wäre natürlich das Beste. Ja, nicht so weit vom Stadtzentrum, nehme ich an. Ja, auch wegen der Verkehrsverbindung. Richtig. Was übt denn Ihr Vater für einen Beruf aus? Er ist Steuerberater. Und da wollte ich eben wissen... Das ist ja hervorragend. Hervorragend. Steuerberater. Ja, natürlich sind solche Objekte, wie Sie sie im Auge haben, selten. Echte Raritäten, sozusagen. Na ja, wer möchte nicht gerne gleich neben dem Stadtzentrum wohnen? Ebenerdig. Mit Garten? Ja. Aber wie es der Zufall so will, gerade heute, ein Glück direkt, gerade heute kann ich Ihnen was zeigen. Eine Wärmestube, ja. Das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da haben obdachlose Familien die ganze Nacht über sitzen dürfen. Tja, sitzen, nicht liegen. Und das war doch ein Glück, wenn man Platz gefunden hat drin. In der Lebengasse, im dritten Bezirk war das. Ich weiß noch ganz genau. Schrecklich sowas. Ja, das schon. Aber da ist dann plötzlich ein Onkel aufgetaucht, ein Brünner, wo meine Mutter her war. Und der Mann hat auch nicht viel gehabt. Aber damals haben die Familien auch zusammengehalten. Das wäre eine Schande für ihn gewesen, wenn er nicht geholfen hätte. Und wer... Was? Ja, und Sie schreiben wirklich alles auf? Na, gehen Sie. Oh je, die Blumen, die gehören ins Wasser. Herr Zögernitz, bitte, in der Küche steht irgendwo eine Vase. Und das Wasser nicht vergessen, gell? Nein, nein. Servus, Papa. Hallo, Papa. Ja, Heini. Was ist denn du um die Zeit schon da? Das ist ganz legal. Die bauen um in seiner Schule. Ah. Ganz legal alles. Falls du dich wundern solltest, wieso ich schon da bin. Ich habe zwischen Vorlesung und Übung... Servus, Mama. Auch Servus. Ganz legal. Ja, ja, ist schon recht immer. Wieso seid ihr um die Zeit schon alle da? Nein, ich gehe gleich wieder. Darf ich? Nein, 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 danke. Ich gehe schon. Wo ist denn die Claudia? Der Besuch. Ein Besuch? Um die Zeit? 12 Uhr Vormittag von wem? Malten Zögernitz. Ah. Wieso bist du eigentlich nicht im Büro? Na schön. Irgendwann muss ich es euch ja doch sagen, sage es halt gleich. Ich habe mich mit dem Matuschek getroffen, meinem alten Schulfreund. Mit dem Architekten? Ja. Ich wollte wissen, was ein Fachmann, bitte, er hat nichts verlangt, alter Schulfreund, wegen des Aufzugeinbaus, ob da was möglich wäre. Ach, der war das. Hm. Na und? Geht's? Wie soll ich gesagt? Ist es möglich? Wenn wir 500.000 bis 700.000 Schilling hätten, ist es möglich. Naja, wenn die Versicherung endlich zahlt. Versicherung zahlt noch lange nicht. Wieso? Ich war heute früh bei der Rechtsanwältin. Na und? Dieser Verbrecher legt Berufung ein. Das kann eine Ewigkeit dauern. Und ich war beim Wohnungsamt. Die Hoffnung können wir auch begraben. Aber sie waren sehr nett dort. Starker Trost. Ich wüsste einen Notverkauf. Eine Villa. Ebenerdig. Mit Ausgang in den Garten. Swimmingpool. Man könnte ihn überdachen. Ja und? 4 Millionen. Auf Verhandlungsbasis. Eh nicht viel. Entschuldigen vielmals, dass ich da bin. Ja, ja, wir entschuldigen. Was gibt's denn? Ja, die Bremen. Frau Claudia hat gemeint, ich soll eine Vase holen. Damit sie nicht hin werden. Nämlich nicht verwelken. Habe ich gestört? Nein, 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 ich gehe schon.
Ja, zum Mittagessen komme ich heute nicht. Ich habe jetzt schon zu viel Zeit verloren. Natürlich können die eine Vase. Ich habe nicht gewusst, dass es Sie stört, wenn ich mich dem Nahrungsmittelverzehr hingebe. Seit heute stört es mich. Weil ich nämlich noch kein Mittagessen gehabt habe. Ziffer 60, ja. Hätten Sie mir früher was gesagt? Hätte ihm gern die Hälfte abgelassen. Mindestens. Aber jetzt ist 5 Uhr Nachmittag und weg. Wie wurscht. Ich werd's überleben. Liter B. Nein, Gott zum Teufel. Liter A. Ah, es ist. Ah. Schlechte Laune heute? Ein bisschen bedrückt? Mehr Sorgen als sonst? Aber lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin. Was? Da! Da nehmen Sie sich ein Beispiel. Firma Grubhofer. Der Mann hat vor 3 Jahren mit nichts angefangen als mit einer Schnapsausschank. Und jetzt hat er eine Imbissstubenkette und weiß nicht, was er mit seinem Geld machen soll. Außerdem hat er eine Zweitfrau und eine Villa an der Costa Brava. Na, da ist er gestraft genug. Das ist eine Karriere. Stört's mich nicht, bitte. Ein Moment, das ist Ziffer 60, Liter A. Kniefällig, bitte, Sie, Fräulein Herberger, stören Sie mich nicht. Bitte, bitte, stören Sie mich nicht. Was ist denn? Draußen ist ein Herr Zögerer, der will mit Ihnen sprechen. Zögerer kenne ich nicht. Haben wir irgendwo einen Zögerer? Außer Ihnen? Nicht, dass ich wüsste. Na also, Fräulein Herberger, sagen Sie bitte dem Herrn, er soll morgen kommen, wenn der Chef wieder da ist. Wir sind momentan leider stark im Druck. Sie wissen schon, wo war ich denn? Meine Litera A. Moment, Moment, die Litera A, die ist ja ihrerseits schon wieder novelliert. Sie 31. Welche Bundesgesetz? 6, 4, 4 und A. Also, dann noch der 70er, ja. 78, wo ist denn das? Das ist auch wieder da drüben. Warum stehen Sie denn noch immer da, Fräulein Herberger? Sehen Sie denn nicht, dass ich... Ich habe ein unbestimmtes Gefühl. Sie, das können wir uns nicht leisten. In dieser Branche. Hm? Bestimmte Gefühle nicht und unbestimmte schon gar nicht. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft rennt. 78 oder 4. Dass das Wachstum gesichert ist, dass die Zuwachsraten nicht sinken. 6, 84. Ich habe da gerade die Hand am sausenden Pulsschlag der Zeit. Webstuhl. Wenn schon. Gleich viel, gleich wohl. Der Staat braucht Steuern. Ja. Steuerzahler, der braucht die Steuererklärung. Die Steuererklärung, die braucht den Steuerberater. Und Sie haben unbestimmte Gefühle. Ja. Was soll der Luxus, Frau Lenaberger? Im Ernst, ich habe das unbestimmte Gefühl, dass es etwas Wichtiges ist mit diesem Herrn Zögerer. Ja, dann. Bitte. Gefühle hat es auch noch. Wirklich ein Luxus. Was sich die Leute alles leisten. Entschuldige vielmals. Herr Zögernitz. Was ist mit Herr Zögernitz? Was bringt Sie da her? Na also, Herr Doktor, ich habe ja gleich so ein Gefühl gehabt. Ja. Nämlich, ich hätte was zu besprechen mit Ihnen, Herr Doktor. Lieber Herr Zögernitz, ich bin, ich habe halt so viel zu tun, bin halt im Druck. Ja, freilich, freilich. Bei den vielen Steuern heutzutage. Ja, aber ich hätte was zu besprechen mit Ihnen, dringend. Aber, wissen Sie, Herr... Herr Zögernitz. Natürlich. Kommen Sie... Kommen Sie, das wird spät, halt, sagen wir so gegen 9, hm? Wenn Sie gegen 9 bei uns zu Hause einen Sprung vorbeikommen. Ja, danke, aber das wird Sie nicht machen lassen. Wieso? Ich muss nämlich unter 4 Augen mit Ihnen reden, gell? Schön, ich kann mir zwar nicht vorstellen, was, aber gut, ich komme dann am Abend zu Ihnen einen Sprung in die Wohnung, ja? Ja. Das lässt sich auch nicht machen. Ich kann nämlich das da nicht dauernd durch ganz Wien herumschleppen. So.
Was ist denn das? Ja, das da. Das ist eben das Dringende. Ah, das ist. Kollege Merian ist wirklich sehr unter Druck. Vielleicht kann ich Ihnen. Der Dr. Rameda. Ja. Nein, nein, das ist. Es geht ein bisschen mehr ins Private zwischen mir und dem Herrn Dr. Merian, nämlich. Ach so, ja. Na bitte. Ja, bitte. Na schön. Dann nehmen wir uns Platz. Ja, das geht leider auch nicht. So. Es müsste unter vier Augen sein. Es muss sein. Na ja, gut, das Chefzimmer ist ja frei. Also gut, gehen wir halt hinüber. Nicht vorwärts, Herr Kollege. Ich muss eh weg. Lassen Sie sich nicht stören. Vier Augen sind vier Augen. Ja. Mensch, viel Vergnügen. Hoffentlich gibt's wenigstens was Gutes zum Abendessen. Gell? Mit Ehre. Grüß Sie. Wiedersehen. Mir scheint, der hat was. Hat er was? Was hat er denn? Hm. Spielt keine Rolle. Also, bitte, Herr Zögernitz. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. So, machen wir da zu. Da links zurück. Links zurück, okay. Zögernitz. Also, Herr Zögernitz. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche keine Hilfe, so ist es nicht. Ich habe nie Hilfe gebraucht. Schon wie ich jung war, habe ich den Ehrgeiz gehabt. Nämlich, ich habe mit 12 Jahren, das war vor dem Kriegsausbruch, noch als Schuster gearbeitet. Weil schon mein Vater. Herr Zögernitz, ich bitte Sie, mit dem 12er-Jahr können wir jetzt nicht anfangen. Ja, das müssen wir leider schon, das ist nämlich wichtig. Weil Sie sonst nicht verstehen können, warum ich heute zu Ihnen komme. Was ist denn das Dringendes da? Ja, das kommt schon. Aber erst muss ich Ihnen erklären, wie ich im 14er Jahr, das war der Kriegsausbruch, erste, wenn Sie sich erinnern, ja, ja. Erster Weltkrieg. Die da draußen stehen lassen. Danke. Was machst du denn? Schreib was. Ja, das sehe ich, aber was? Ich rechne was aus. Und was? Lass mich in Ruhe. Lass das, du Lümmel! Nein, du kümmerst dich bei mir auch um Sachen, die dich nichts angehen. Was soll denn das sein? Konstruierst du was? Oder ist es ein Biorhythmus oder sowas? So was Ähnliches. Es ist eine Art Lebensplan, sozusagen. Ah, verstehe. Na ja, und wie ich dann aus der KK-Kriegsmarine entlassen worden bin, habe ich wieder als Schuster gearbeitet. Darf ich Ihnen vielleicht den Mantel? Aber dann ist die Krise gekommen. Die Fabrik war es, der Tschechei von Pacha. Und dann war ich arbeitslos. Ja, und dann bin ich, was hätte ich machen sollen, zum Bundesheer gegangen. Erstes Kunz bei Herrn Hauptmann. Lieber und verehrter Herr Zögernitz, das ist ja alles wirklich hochinteressant, was Sie mir da sagen. Sie sind gewissermaßen ein lebendiges zeitgeschichtliches Dokument. Ja, das hat das Fräulein Claudia auch gesagt. Ja, wenn man 85 wird, da erlebt man eben allerhand. Ja, aber vielleicht könnten Sie mir die Ereignisse ab 1928 ein anderes Mal erzählen. Ich bin wirklich. Ja, bitte, nein, das ist nicht möglich. Weil ich muss Ihnen das da genauestens erklären, weil Sie sonst vielleicht auf ganz falsche Gedanken kommen könnten. Man kommt also doch so leicht auf falsche Gedanken. Ich gehe jetzt, Herr Doktor. Hm? Oder brauchen Sie noch was? Was Sie brauchen, können Sie mir leider nicht geben, Fräulein Habherger. Gehen Sie mit Gott. Wenn Sie mir die Post neben die Maschine legen, fange ich gleich morgen in der Früh an damit, ja? Ja, ich fürchte, Sie werden nicht nur die Post, sondern auch mich morgen in der Früh vorfinden. Wiederschauen. Damit ich Ihnen weiter erzähle. Im 30er Jahr habe ich mich zur Sanität überstellen lassen, weil das hat mich schon immer interessiert. Ja. Aber dann bin ich krank geworden und man hat mich entlassen. Und im 31er Jahr hat man froh sein müssen, wenn man eine Gelegenheitsarbeit gefunden hat. Und
Und dann die Mama. Also Rot, das sind die Tage, da werde ich den Haushalt erledigen. So hat die Mama Zeit, ihre Frustrationen loszuwerden. Ja, und wieso steht da Heini? Und da auch? Da werden wir zwei Mathematik lernen. Ich, damit ich es nicht vergesse, und du, damit du nicht wieder hängen bleibst. Verstehe. Aber wieso du? Weil ich im Sommer die Matura machen will. Ach so. Ja, ich hätte sie ja schon heuer gemacht, wenn das nicht dazwischen gekommen wäre. Ja, ja, klar. Du nimmst aber viel vor. Bei dem Plan, da wird sich ja ein gesunder Übermensch das stessen. Also ist er für ein armes Wesen im Rollstuhl erst recht zu viel, was? Ich muss geschont werden, was? Ich bin eine Unglückliche, die am besten in ihrem Zimmer bleibt, damit ihr nicht noch mehr passiert, was? Das meinst du doch, oder? Nein, das meine ich nicht. Au. Das weißt du ganz genau. Ich meine nur, dass du dich da nicht übernehmen sollst. Ich meine, du musst uns nicht dauernd beweisen, was für ein... wie klass du bist. Das wissen wir eh. Aber auch als Pensionist habe ich noch manchmal ausgeholfen im Spital. Aber jetzt geht's ja nicht mehr. Mit 85, nicht wahr? Sie verstehen mich doch. Natürlich, natürlich. Ja, aber in der ganzen Zeit, auch in der allerletzten, wo ich nur Gelegenheitsarbeit gemacht habe, habe ich mir immer was gekauft von jedem Verdienst. Falls ich verhungern müsste oder mir was passiert, dass ich ins Altersheim müsste oder so. Hab aber nicht müssen. Und ich war gescheit, Gott sei Dank. Ich habe mir immer ein Stück Gold gekauft von jedem Verdienst. Sie verstehen, da können die Professoren sagen, was sie wollen, Gold behält immer seinen Wert. Ja, ja. Ja, da haben Sie völlig recht, Herr. Zögernitz, zu Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen. Ja, was ich immer sage, sehr richtig, sehr richtig. Und jetzt verstehen Sie auch, warum ich Ihnen das alles erzählt habe. Meine ganze Lebensgeschichte. Ja, aber mit 85 Jahren, da ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen. Auf ganz ehrliche Art. Ja, freilich, freilich. Es ist schön, dass Sie mir glauben. Also. Also, bitteschön. Um Gottes Willen. Ja, mit 85 kommt schon was zusammen. Das ist ja ein Schatz, den Sie da haben. Na ja, Schatz. Ein kleiner halt, wie so ein alter Krankenpfleger schaffen kann. Ja, wenn Sie wüssten, was da alles drin ist. Also gerade noch von meinem ersten Lohn, ein Goldtaler, da habe ich einen Zulag gekriegt als Krankenpfleger. Sieht das? Das ist ja ein Vermögen, was Sie da angesammelt haben, Herr Zögernitz. Wenn man doch sicher kommt, das zusammen. Ja. Sieh, das. Das muss ja ein paar Hunderttausende wert sein. Ich meine, ich verstehe davon nicht sehr viel, aber. Das könnte glatt in die Million gehen. Ja, jetzt, das weiß ich nicht so genau. Ich habe schon lange nicht mehr nachgerechnet. Früher habe ich immer in den Zeitungen nachgeschaut, wie das Gold steht, aber es ist einmal hinauf und hinunter. Man kommt gar nicht mehr nach. Und ich tue mir schon ein bisschen schwer beim Lesen. Unglaublich. Unglaublich. Man fasst es nicht. Ja, und alles ganz gesetzlich. Nichts mit Liechtenstein oder so. Da ist der Herr Zögernitz von dem aus ein Millionär. Ein Krösus. Nee, jetzt sag's mir, Herr Zögernitz, soll ich da jetzt eine Vermögensteuererklärung? Ich meine, warum bringen Sie mir denn das daher?
damit ich es Ihnen schenke. Das dürfte wohl nicht wahr sein. Warum denn nicht? Da kommt ein Mensch daher und will mir ein Vermögen schenken. Na bitte. Es ist eigentlich mehr für das Fräulein Claudia. Wie meinen Sie das? Ja, damit sie einen Aufzug kriegt. Und das reicht, man müsste es ausrechnen. Und was bringt Sie auf diese Idee, Herr Zögernitz? Ich weiß doch, dass Sie sich schwer tun. Mit drei Kindern. Und wo das Fräulein Claudia so arg behindert ist. Und das mit dem Rauf- und Runtertragen ja auf die Dauer keine Lösung ist. Alle Achtung vor Ihrer Beobachtungsgabe. Ja, alt sein muss ja nicht blöd sein heißen. Und Sie glauben im Ernst, ich lass mir das schenken? Warum denn nicht? Sie brauchen's? Ich brauch's nicht mehr. Oh, lieber Himmel. Das Fräulein Claudia braucht's. Herr Zögernitz. Bitte. Für den Aufzug vielleicht. Ich kann doch nicht mit Ihrem Gold einen Aufzug für die Claudia bauen. Ich könnte ja auch fahren mit dem Aufzug, dass es mir auszahlt. Oder vielleicht geht es sich sogar mit einem Häuserl aus. In einen Garten, wo man gleich hineinfahren kann. Ich käme da nicht so aus mit den Preisen. Ja, Sie verstehen mehr vom Gold als ich. Da bin ich mir nicht so sicher. Ein Garten wäre gut. Den könnt ihr ein bisschen in Ordnung halten, manchmal. Im 37er Jahr habe ich in einer Gärtnerei ausgeholfen. Herr Zögernitz. Sie bescheren mir da eines der schönsten Erlebnisse meines Daseins. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das alles nicht wahr sein kann. Bitte sehr, das ist schon alles echtes Gold. Ich hab's am Bankschalter gekauft. Nein. Ich hab das Gefühl, dass das alles irreal ist. Unglaublich. Fantastisch. Da ist ein Tier. Ach, und die Zeit ist niemand mein Büro. Die Herren sind noch beschäftigt, bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich... Was ist denn, Herr Doktor? Ich war schon im Auto, das heißt, ich war eigentlich schon zu Hause. Und da habe ich auf einmal so ein Gefühl gehabt. Ein bestimmtes Gefühl, Herr Doktor, ein unbestimmtes. Ja, zuerst das eine und dann das andere. Und dann bin ich draufgekommen, dass mein Gefühl mich nicht trügt, weil ich habe nämlich die Brille vergessen. Das bestimmte Gefühl, ja. Ja, ich bin nämlich, wie gesagt, im Auto gewesen, und also knapp, bevor ich zu Hause war, und dann bin ich... draufkommen, dass bei ohne Brille kann ich nicht fahren, und wenn ich zu Hause, also zwar gewesen wäre, aber ich war nicht zu Hause, jetzt bin ich paradoxerweise den ganzen Weg wieder zurück, obwohl der länger ist, als der Weg gewesen wäre, wenn ich gleich, also ohne Brille, gesetzwidrig eigentlich, nach Haus gefahren wäre. Und das, ich meine, kann nicht eine Kontrolle, und die... Lieber Dr. Rameda, wissen Sie, was da drin ist? Eben nicht. 1 Million Schilling. Das müssen Sie einem Blödern erzählen. Ja,
wenn ich einen finde. Ist interessant, was? Wahnsinnig. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas machen kann. Ja, und dann bin ich mit dem Zögernitz und seinem Schatzkoffer nach Haus gegangen, habe ihn bis in seine Wohnung begleitet und dann noch eine Stunde damit verbracht, ihm zu erklären, dass wir das Geld einfach nicht nehmen können. Begriffen hat das, glaube ich, nicht. Ist ja auch schwer. Bitte, Claudia. Ich fürchte sogar, dass er gekränkt, traurig und böse ist, weil ich es zurückgewiesen habe. Danke. Das Problem überlassen wir, Papa. Liegt es am Fruchtsalat? Nein, nein, da. Hier schon, bitte. Nimm dann selber. Kurios, dass einer böse ist, weil er eine Million nicht herschenken kann. Der wird das schon komisch, was? Danke. Tja, so war's und so ist es. Und jetzt frage ich euch, danke, hätte ich das Geld, ich mein, das Gold, hätte ich es nehmen sollen? Ich möchte nicht mit dem Gedanken herumgehen, dass ihr mich für einen Trottel haltet oder für einen Spinner haltet, dem irgendwelche Prinzipien wichtiger sind als das Wohl der eigenen Familie. Jetzt fang nicht an, so pathetisch zu reden, Papa. Ich rede, wie mir ist, lieber Freund, ja? Ich will jetzt von euch wissen, hätte ich es nehmen sollen? George? Na. Hasel? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich finde es gut, dass du es nicht gemacht hast. Danke. Heini? Na klar. Klar was? Ja, dass man es nicht nimmt. Danke. Und du, Claudia, du bist ja schließlich die Hauptbetroffene sozusagen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn du ja gesagt hättest. Ein Glück, dass man sich auf dich verlassen kann. Ja. Dann danke ich euch allen. Ja? Danke. Und natürlich frage ich mich jetzt trotzdem, ob ich das nicht alles falsch gemacht habe. Ob ich da nicht falsche Vorstellungen von Anstand, Moral und so weiter ab. Nur Sachen halt, die einem irgendwann einmal eingelernt worden sind und die man dann so gewissermaßen reflexhaft befolgt. Was soll das? Aus seiner Haut kann niemand heraus. Eben, eben. Und deine Haut ist eben eine gute. Lieb von dir. Weißt du, dass ich froh bin, dass diese ganze Geschichte heute keine Zuseher gehabt hat? Ich bin überzeugt, dass 990 von 1000, wenn sie das mit angesehen hätten, mich für einen Irren oder sowas gehalten hätten. Für einen Unzurechnungsfähigen. Trotzdem, ich fühle mich so wohl wie schon lange nicht. Irgendwie befriedigt gewissermaßen. Umso besser. Und eben das ist mir verdächtig. Vielleicht habe ich nur deshalb so gehandelt, weil ich mir einfach gut vorkommen wollte. Vielleicht hätte ich weniger an mich und mehr an euch denken sollen. Und an die Claudia. Ob zwar, ich weiß gar nicht, an wen ich dabei gedacht habe. Oder ob ich überhaupt. Hör auf mit der Analysiererei.
Du hast es richtig gemacht. Jedenfalls freue ich mich, dass die Kinder so einhellig gesagt haben, dass es richtig war. Ob zwar... Ob zwar was? Ob zwar man sich jetzt natürlich auch wieder fragen müsste, ob die Kinder da nicht ebenfalls reflexhaft so gehandelt haben, wie sie das von uns gelernt haben. Und wie wir das von unseren Eltern gelernt haben. Und die ihrerseits... Wenn du bei Adam und Eva bist, wächst mich auf, ja? Ich hätte natürlich vorhin den Kindern sagen sollen, wie mies unsere finanzielle Situation derzeit ist. Aber ohne Aufzug und ohne Haus mit Garten. Meinst du, dass wir es ihnen sagen sollten? Ich persönlich wäre dafür. Andererseits, vielleicht ist es besser, es ihnen im Augenblick nicht zu sagen. Sie müssen psychisch ja auch noch die schwere Situation mit ihrer Schwester verkraften. Aber auf der dritten Seite, was meinst du, Hasel? Hm? Du schlafst schon. Naja. Solche Sachen machen auch mit. Das sind so psychische Reaktionen. Ach was. Morgen ist auch ein Tag. Oder vielleicht nicht? Korrekterweise müsste man sagen, dass man selbst das nicht mit völliger Klarheit behaupten kann. Was ist rein theoretisch, wenn heute Nacht die Welt untergeht und es infolgedessen morgen keinen Tag mehr gibt, während andererseits na ja.